Hat die Ballkontrolle in dieser Situation gewechselt oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Die Regel ist hier recht simpel gehalten und besagt, dass ein Spieler Ballkontrolle hat, wenn er einen belebten Ball hält oder dribbelt. Als halten wird in den Interpretationen zu den Regeln darüber hinaus festgehalten, dass auch das zur Ruhe kommen des Balls in einer Hand bereits als Ballkontrolle zu betrachten ist. Im vorliegenden Fall hechtet sich Weiß 12 nach einem Ball, den Schwarz 5 beim Dribbeln verloren hat. Erkennbar hat Weiß 12 beide Hände am Ball, bevor er diesen unter seinem Körper vergräbt und dann kurzfristig auch nochmal anhebt, um ihm den Zugriff von Schwarz 10 zu entziehen. Erst deutlich später hat dann Schwarz 10 beide Hände am Ball und eine Halteballsituation entsteht. Auch hier ist die Regel aussagekräftig, indem sie sagt, dass kein Spieler ohne übermäßige Härte die alleinige Kontrolle erhalten kann. In der Logik heißt dies, dass es aber auch eine Ballkontrolle gegeben haben muss. Diese kommt in dem Moment zustande, als Weiß 12 deutlich mit beiden Händen am Ball ist. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.